Hallo, mein Name ist Ron Heckler vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In diesem Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur schauen wir uns das Spiel Friedrich Ebert, Der Weg zur Demokratie an und welche erinnerungskulturelle Bedeutung es hat. Das Spiel Friedrich Ebert, Der Weg zur Demokratie thematisiert den politischen Lebensweg der titelgebenden historischen Persönlichkeit Friedrich Ebert, SPD-Politiker und Reichspräsident der Weimarer Republik. Das Spiel beginnt dabei zeitlich mit dem Jahr 1900 und endet mit Eberts Tod im Jahr 1925. Das Spiel ist in vier Kapitel unterteilt: das Kaiserreich, der Erste Weltkrieg, die Revolution und die Weimarer Republik. Es handelt sich auf spielmechanischer Ebene um ein digitales Point-and-Click-Kartenspiel mit einzelnen Strategieelementen. Die Spielenden nehmen hierfür die Rolle des Friedrich Eberts ein, der an seinem Schreibtisch sitzend seine Korrespondenzen liest. Die Spielenden öffnen nach und nach Briefumschläge, in denen sich Ereigniskarten befinden. Die Karten können ausgespielt werden, womit auch die darauf abgebildeten historischen Ereignisse ausgelöst werden. Die ausgespielten Karten sind jeweils einer Gesellschaftsgruppe, wie beispielsweise den SPD-Parteimitgliedern oder der allgemeinen Bevölkerung zugeordnet. Die ausgespielten Ereignisse haben negative oder positive Auswirkungen auf die unterschiedlichen Gruppen. Die Karten geben den Spielenden zudem Marken, die entweder zum Erfüllen des jeweiligen Rundenziels, zur Minderung der Spannung einer der Gruppen oder zum Zurücklegen eines Briefes bzw. Ereignisses auf den Korrespondenzenstapel eingesetzt werden können. Das Ziel des Spiels ist es, eine Balance zwischen den einzelnen Gruppierungen aufrechtzuerhalten, während man in der Zeit weiter voranschreitet. Das Spiel besticht vor allem durch seine inhaltliche Komplexität, während die Spielmechanik nach kurzer Zeit klar verständlich ist. Hierbei hilft auch das ausführliche Tutorial. Der zu erwartende Spielumfang ist für ein Serious Game verhältnismäßig hoch. 2 Stunden Gesamtspielzeit sollten eingeplant werden. In dem Spiel verfolgen die Spielenden die zentralen Etappen des politischen Lebens von Friedrich Ebert. Damit setzt sich das Spiel mit einer für die deutsche und europäische Geschichte prägenden Zeit auseinander. Der Entwicklung des Deutschen Reichs, vom Kaiserreich zur Demokratie, bis hin zu den ersten Anzeichen der NS-Diktatur. Gleichzeitig greift das Spiel damit auf ein unterrepräsentiertes historisches Setting zurück. Während doch in Spielen mit historischen Inhalten sonst meist die Antike, das Mittelalter oder der Zweite Weltkrieg thematisiert. Das Spiel widmet sich zentralen Ereignissen der deutschen Demokratie und der Sozialgeschichte, wie der Einführung von Arbeitsschutzrechten oder des Frauenwahlrechts. Der Kampf für Frauenrechte wird immerhin auf 2 Karten thematisiert, wodurch die Spielenden einen Einblick in die historischen Entwicklungen erhalten. Anders verhält es sich bei anderen Thematiken, wie beispielsweise der deutschen Kolonien in Afrika. Diese werden nur auf einer einzigen Karte thematisiert. Dabei nahmen die imperialistischen Kolonialträume des Kaiserreiches am Ende des 19. Jahrhunderts bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle in der gesellschaftlichen Debatte ein. Lieber Friedrich Ebert, die Berichte über die Niederschlagung des Aufstands in Deutsch-Südwestafrika sind erschütternd. Deutsche Kolonialtruppen ermorden Tausende Herero und Nama. Die SPD muss protestieren. Eine solch brutale Kriegsführung ist nicht hinnehmbar. Schockiert, Ihr August Bebel. Hier hätten weitere Karten einen wichtigen Beitrag zur Einordnung der damaligen Meinung und zur erinnerungskulturellen Relevanz der deutschen Kolonialgeschichte leisten können. Das Spiel verlangt insgesamt ein hohes Maß an Kontextwissen, liefern die kurzen Kartentexte doch nur wenige Hintergrundinformationen. Lehrkräfte müssen daher ein hohes Maß an Eigenleistung erbringen, wenn sie das Spiel in den Unterricht einbinden wollen. Zu diesem Zweck haben die EntwicklerInnen dem Spiel eine äußerst umfangreiche Handreichung beigefügt, welche Lehrkräften zahlreiche Hintergrundinformationen, Materialien und Arbeitsaufträge bietet. Insgesamt ist der Einsatz des Spiels im Unterricht ab der 9. Klassenstufe zu empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.